So und moin, Folge 4 jetzt. Weiter geht's. Wir stehen immer noch hier. Ja, wir machen einfach weiter. Abseits des Weges findet man immer schöne Sachen. Das ist wunderbar. Sowas mag ich. Wie sieht es jetzt eigentlich munitionstechnisch aus? Wir haben bei Pyramid Head ja ordentlich was verballert. Och, das geht ja noch. Wir haben noch. Wir haben noch. Alles gut. Ah, siehst du, da sind wir schon im Park. Das ist also der Park. Mary, bist du hier? Hoffen wir es doch mal. Kurz auf die Karte lunzen. Ja. Können wir hier mal ein bisschen so abseits des Weges gucken. Ah, da lunzt er irgendwo hin. Da. Patronen. Oh, nochmal. Jawohl. Sowas mögen wir. Wunderbar. Gesundheitstrink. Nüchte. Schönes kleines verschlafenes Städtchen. Wenn es doch nicht so nebelig und gruselig wäre. Mary? No, you're not. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. Believe it. You could be her twin. Your face, your voice, just your hair and clothes are different. My name is Maria. I don't look like a ghost, do I? See? Feel how warm I am? You're really not Mary. I told you. I'm Maria. Sorry. I was confused. Where are you going? I'm looking for Mary. Have you seen her? Didn't you say she died? Oh yeah, 3 years ago. But I got a letter from her. She says she was waiting in our special place. And that's here? Anyway, I haven't seen her. Is this your only special place? Well, there's the hotel too, I guess. The one on the lake? I wonder if it's still there. The Lakeview Hotel? Yeah, it's still there. So, the hotel was your special place, huh? I'll bet it was. Don't get so mad. I was just joking. Anyway, it's not that way. It's this way. You're coming with me? You were gonna just leave me? No, but... With all these monsters around? No, I just... I'm... All alone here. Everyone else is gone. I look like Mary, don't I? You loved her, right? Huh. Or maybe you hated her.
Don't be ridiculous. So it's okay? Yeah, fine. Okay. Da haben wir also Maria. Das etwas mehr auf sexy getrimmte Ebenbild unserer verstorbenen Frau. Herzlichen Glückwunsch. Und nein, wir lassen dich hier nicht allein. Es sind Monsters unterwegs. Du kommst mit. Ist manchmal schon ein bisschen schwierig. Okay. Jetzt habe ich mich verlaufen, oder? Nee. Okay. Wir sind wieder da, wo wir sein sollen. Gut. Beziehungsweise, wo sollen wir eigentlich lang? Lakeview Hotel, sagt er, ne? Boat Launch, Sentinel Historical Society, Toluca Lake. Ein Lakeview Hotel muss ja irgendwo am Lake sein. Bäh. Schluss. Das hat sich gelohnt. Ich habe meinen Drink. Okay. Ich gehe trotzdem wieder auf Brett. Nee. Hier spiele ich jetzt nicht. Wir laufen einfach mal durch den Nebel. Ah. Ein Stahlrohr. Ein Meter langes Stahlrohr. Nicht sehr durchschlagskräftig, aber gute Reichweite. Ja, das hört sich doch gar nicht mal so verkehrt an. Reichweite bin ich ein Fan von. Ah, ein kleiner Prepper-Vorrat, wunderbar. Alles für den Papa. Noch mehr. Das lohnt sich. Gut, also, was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, Silent Hill Historical Society, dahinter ist ein Boat Launch, Anlegesteg. Muss man vielleicht mit dem Boot zum Hotel. Wir laufen einfach. Nicht wahr? Wir nehmen einfach schön die Beine in die Hand. Und gucken mal. Jesus! Was war das denn bitte?
Danke, nein. Ey, wenn mir jetzt schon die Monster um die einfach so mit dem Arsch ins Gesicht springen, dann bin ich weg. Komme ich überhaupt irgendwo an? Ja, ich komme irgendwo an. Gut. Was war das denn bitte? Jetzt mal ohne Scheiß. Yay! Schiffe zum Vergnügungspark am See und Lakeview Hotel. Ja, genau. Siehst du, sag ich doch. Man muss mit dem Boot dahin. Kann man telefonieren? Natürlich nicht. Ich bin natürlich abgeschlossen. Ja, toll. Aufschloten. Ja, gut. Gehen wir halt wieder zurück. Jetzt vielleicht auch irgendwie einen Tipp kriegen könnte. Wo ich den Schlüssel fürs Boothaus herkriege. Während ernsthaft, was soll das denn? Das ist mir noch nie aufgefallen. Oh Mann. Reichweite. Boah. Aha. Mit der YouTube-Reichweite fertig gemacht. Oh Gott, das war schon... Naja. Ja, genau. Aber doch, das Rohr macht schon, schon mal einen Schlag weniger, glaube ich, ne? Das ist doch gar nicht mal verkehrt. Ja, was haben wir hier? Ein Drink. Müssen wir eigentlich mal was trinken? Das habe ich nie ganz so verstanden. Da oben links, das ist mein der Status, meine Lebensanzeige. Sie flimmert. Flimmert sie jetzt weniger? Ich weiß es nicht. Kam ich nie so wirklich mit klar mit dem Prinzip. So, das war das Bowling Alley, ne? Pete's Bowlerama. Gehen wir mal bowlen. I'll wait here. I hate bowling. I didn't come here to play, you know. Hurry back, okay? Okay. Gehen wir tatsächlich mal ein bisschen bowlen. Natürlich abgeschlossen. Ging aber nicht. So what'd you do? Robbery? Murder? Nah. Nothing like that. Huh! You're just a gutless fatso! What'd you have to say that for? I thought you said the cops were after you. No. I just ran because I was scared. I don't know what the cops are doing. But if you did something bad, why don't you just say you were sorry? Well, I guess I run away a lot too. It's no good. They wouldn't listen. Nobody will ever forgive me. Did you find the lady you're looking for? What's her name? Mary? Sprich ruhig weiter. Sie ist immerhin unsere tote Frau. No.
Come back! Eddie, let's go after her. Huh? Laura? But why? Laura. Is that her name? That's what she said. This town is full of monsters. How can you sit there and eat pizza? She said she was fine by herself. She said a fatso like me would just slow her down. Forget you. Ja, okay, vielleicht hat sie da nicht ganz unrecht. Macht jetzt nicht gerade den flinken und ne? Tatendrang-Eindruck. Dahin ist was. Patron. Aber er sitzt da und isst Pizza. Das würde ich jetzt auch ganz gerne machen. Weil ich Pizza mag. Verdammt nochmal. Maria? Hallo? Did a little girl run out of here? Yeah, she was too fast for me. Aren't you gonna go after her? Ja, natürlich. Hier lang oder was? Ja, gut, hier hat sie ihn gezeigt. Krieg dich. Dann erzählst du mir was über Mary. Du Balg, du. Entschuldigung. She went through there. Ja, da passe ich nicht durch. Is there any other way? Yeah, there is. Right through there. Du meinst die Tür, die abgeschlossen ist? Toll. Brauche ich aber einen Schlüssel, Mensch. It's no good. It's locked. Okay. Oh, das Lied ist so schön. Heaven's Night. Oh, und jetzt ist die Musik schon wieder vorbei. Und jetzt? Okay, da oben kommen wir her, also nach unten. Komm, Maria! Let's go. Over there. Ja, dann hinterher. Besser. Brookhaven Hospital. Okay.
generell so eine Ortschaft, Krankenhäuser, bin ich kein großer Fan von. Schon gar nicht, wenn sie so aussehen. Scheint sich um die hiesigen Patienten zu drehen. Jack Davis. Bisher 3 Suizidversuche. Gründe unbekannt. Normalerweise ein vorbildlicher Patient, der den Anweisungen von den Ärzten und den Pflegern folgt. Wegen den plötzlichen gewalttätigen Suizidversuchen ist er jedoch in ständiger Observation. Okay. Joseph Barkin. Seine Krankheit wurzelt im Gefühl, den Tod seiner Tochter verursacht zu haben. Symptome für psychischen Bruch und paranoide Wahnvorstellungen. Normalerweise ruhig, hat aber eine Neigung zu Gewalt, wenn er sich aufregt. Okay. Joshua Lewis. Viele Aufenthalte in Krankenhäusern sowie zahlreiche Delikte wie tätlicher Angriff, Körperverletzung und andere Gewalttaten. Er hat einen starken Verfolgungskomplex und eine Neigung, Probleme durch Gewalt zu lösen. Äußerst vorsichtig. Oder beziehungsweise äußerste Vorsicht. ja, ich erkenne ein Muster. Du auch? Ja, wo guckst du denn, Kollege Flitzpiepe? Ach, da. Drink. Hallo. Jemand hat was draufgeschrieben. Das Potenzial für diese Krankheit gibt es in allen Personen und kann jeden Mann oder jede Frau unter den richtigen Voraussetzungen genauso wie ihn auf die andere Seite treiben. Die andere Seite ist vielleicht nicht die beste Bezeichnung. Es gibt schließlich keine Wand zwischen hier und dort. Sie liegt in dem Bereich, in dem sich Wirklichkeit und Unwirklichkeit überschneiden. Ein Ort, der sowohl nah als auch weit entfernt ist. Ich kann echt nicht lesen. Manche sagen, dass es gar keine Krankheit sei. Ich kann ihnen nicht zustimmen. Ich bin ein Arzt und kein Philosoph oder Psychiater. Aber manchmal muss ich mir diese Frage stellen. Es stimmt, dass seine Vorstellungen für uns nichts weiter sind als Erfindungen eines unruhigen Geistes. Aber für ihn gibt es einfach keine andere Realität. Darüber hinaus ist er dort glücklich. Also warum, frage ich mich, warum müssen wir ihn im Namen des Heilens schmerzhaft in die Welt unserer eigenen Wirklichkeit zurückziehen? Etwas anderes wurde mit der Hand geschrieben. So. Joseph hat mir den Schlüssel gegeben. Es ist wohl der Schlüssel zu dieser Kiste. Ich habe den Schlüssel purpurroter Bulle. Yay. Purpurroter Bullenschlüssel. Hatten wir schon. Danke. Ja, machen wir mal. Gut. Was sagt die Zeit? Ja, komm. Wir haben jetzt, sind die ganze Zeit nur rumgelaufen. Ne? Jetzt können wir auch hier noch ein bisschen im Krankenhaus rumlaufen. Okay. Ja, gehen wir doch erstmal die ganzen Nebenräume ab. Yay. 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 Okay. Ja, das war doch schon mal ganz angenehm. Stuhl. Funktioniert nicht gut. Kaputt. Abgeschlossen. Kaputt. Kaputt. Ja, das war doch schon mal gar nicht mal so schwierig. Okay, da unten habe ich eine Tür übersehen. Entschuldigung. Gut, hätte ich mir auch sparen können. Abgeschlossen. Bleibt ja nicht mehr viel übrig. Lässt mich vorbei. Okay.
Oh, Alter. Alter, Alter, Alter. Ich sehe nichts. Okay, okay. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Holy shit. Da hilft nur Ballern. Oh. Oh crap. Ernsthaft. Ja, nice. Oh scheiße, das war beste Idee. Ja gut. Nochmal. Ja gut, nochmal müssen wir alles nicht kontrollieren, das wissen wir jetzt. Wobei, ich glaube, die Tür und die andere in dem Bereich war das, glaube ich, ne? Doctor's Lounge waren verschlossen. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir es diesmal hinkriegen, ohne unsere Begleitung einfach über den Haufen zu ballern. War doch gar nicht so schwierig. Überhaupt nicht schwierig. Könnte die Musik bitte aufhören? Danke. Oh. Schönes Poster. Ein Magazin hilft mir jetzt auch nicht. Ja, gut. Ah, Kittel durchsuchen. Schlüssel so zum Untersuchungszimmer. Okay. Die steht auch nicht im Weg rum. Ja gut. Das scheint es dann wohl gewesen zu sein. Jetzt auch noch rein. Ow. What's wrong? I just pricked myself. Are you okay? Yeah. Eine verbogene Nadel. Na gut. Oh, eine Schrotflinte. Papa ist happy. Mary. Maria. Nicht Mary. Gibt es denn auch vielleicht Munition für das gute Stück? Ah, na gut. 6 Schuss haben wir zumindest schon mal. Wer guckst denn da hin? Teddybär ist doch... Ja, gut. Ach shit, da kommen wir her. Okay, Munition. Erste Hilfe. Verstreute Papiere, ganz normal, weißes Papier. Lapis Auge. Schrotpatronen, yay. Sonst nix, okay. Schwester, Schwester, ich habe ein Anliegen.
Whoa! Das für zweimal Y-Food. Toll. Ich räume jetzt hier erstmal auf. Ernsthaft. Das ist mir dann doch ein bisschen zu wild. Okay, das funktioniert alles nicht. Habe ich die Tür? Okay, es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir hier Munition finden. Die Viecher stecken ein. Ah, Schrotpatronen. Sehr cool. Was haben wir denn jetzt an Schrot? Ah, okay. Das heißt, wir finden immer eine 6er-Ladung. Gut zu wissen. Gut. Das alles für kaputte Türen. Ja, gut, hier haben wir dann alles. Steht doch nicht immer im Weg. Himmel. Ja, ich baller jetzt hier richtig. Ich könnte natürlich auch Licht ausmachen und mich versuchen, an den Viechern vorbeizuschlängeln. Aber... Nee. Ja. Cool. Dafür brauche ich aber auch die Kombination. Toll. Och, Maria. Achso, warum mich das so aufregt. Das Spiel hat verschiedene Enden. Es gibt auch ein Maria-Ending. Das werden wir definitiv nicht erreichen, so oder so schon nicht. Aber da zählt zum Beispiel, ihr Schaden zufügen, verursacht, dass du das Ende nicht kriegst und in sie reinrennen, dass sie so zurückstolpert, zählt dazu. Als Schaden zufügen. Es ist so ein bisschen nervig. Aber gut, interessiert uns ja sowieso nicht, von daher ab aufs Dach. Ist abgeschlossen. Okay. Shit.
Okay. Gut, da kommen wir nicht rein wie in den Zahlencode. Hier ist alles dicht. Okay, da müssen wir ja irgendwas übersehen haben. Hier war alles dicht. Men's Locker, Women's Locker. Ja, gut, schauen wir da nochmal nach, ne? Nichts. Nur ein normales Plüschtier, Tüte mit nichts drin. Schrank lässt sich nicht öffnen. Okay. Auf den Höllenflur. Aber erstmal gucken wir nach. Examining Room 3. Muss doch eigentlich hier sein. Hier sind so viele Papiere. Ja, jetzt auf einmal. Kennen Sie die Nummer der Kiste? 8748. Knopfschlüssel. Angst, also kann man keine etwas ändern. Ich bin hier bei den. Ja, toll, das ist für die Kiste. Wo auch der rote Bullenschlüssel für war da oder Pulpona Bulle. Das hilft uns aber alles nichts mit der Entschuldigung. Das hilft uns aber nichts mit dem, wo wir eigentlich hinwollen, im dritten Stock. Dammich. Ja, hier war der Lapisschlüssel. Vielleicht muss man den ja mal untersuchen. Nö. Das Ding kann man nicht untersuchen. Da steht auch nichts drauf. Na toll. Ich jetzt noch die hinterste Tür auf, ne? Ja. Ja gut, die Aufnahme geht jetzt aber auch schon eine Zeit. Wir müssen sowieso wieder nach unten. Ich schätze mal, dann habe ich da irgendwas übersehen. Oder nicht verstanden. Es kann auch sein, vielleicht das mit der Patientenakte, mit den verschiedenen. Ne? Hier Patienten und ihren Krankheiten. Vielleicht war das irgendwie ein Hinweis. Ah, ne. Ich dachte gerade, da steht der Code an der Wand. Tat er aber nicht. Hier unten war auch nichts, ne? Nein, gut. Gut, dann gehen wir mal eben wieder zum Speicherpunkt, speichern eben ab. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Ganz klare Sache. Wunderbar. Gut, so viel zu heute und Folge 4. Wir beide sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Hauste.